So, und da sind wir wieder. Ich begrüße alle, die auf YouTube hier reinschauen. Ich befinde mich in der Aufnahme vom Livestream vom noch 9.10. Gleich ist 12 Uhr. Und es war immer so wie jeden Mittwoch Community Stream. Und seit Montag liefen eine Abstimmung und Finale zum heutigen Zeitpunkt haben es drei geschafft. Gleicher Stand zu haben, Car Mechanic Simulator, Mountain Blade Bannerlord und hier Bannerlords. Somit musste ich dann quasi zu Beginn von meinem Livestream nochmal eine Mini-Umfrage starten und da hat Bannerlords gewonnen. Deswegen die Folgen hier im Bannerlords. Allerdings muss ich dann während dem Starten auf einen neuen Stand wechseln, damit ich sicher gehen kann, dass keine grafischen Fehler hier zum Tragen kommen. Ich habe auch Tipp an euch, die Grafik ein bisschen runtergestellt von der Einstellung von Ultra auf Hoch. Allein das hat es schon geschafft, dass ich 20% Leistung vom Rechner geholt habe. Aber bin auch ehrlich, es kommt ja nur deswegen so, weil ich ja parallel streame und auch Aufnahmen mache. So, viel gelabert, jetzt geht es wieder zurück zum Spiel. Aktuell haben wir jetzt endlich 7 Familien hier. Oder Platz für 7 Familien. Wir haben 7 Gebäude platziert. Wir haben immer noch die Standard 5 oder die Startfamilien, die 5 Familien. Und die Sägegrube ist gebaut. Die wird jetzt quasi in Betrieb genommen, damit ja, wir Brennholz holen können. So. Und hier die Kameraden. Die haben an sich alles so zum Tragen, okay? Gut. Da ist noch ein bisschen Brot. Brennholz gibt es noch niemanden. Hier arbeitet man, hat man 8. Gut, sehr schön. Und dann. So, einmal Holz reingekommen, ist sehr schön. Ja, und dann wird hier auch Brennholz gemacht, weil wir wollen ja ganz dringend eine Kirche platzieren und die Kirche würde ich jetzt hier platzieren und dann kann ich das nämlich schön oder hier, dann kann ich hier vielleicht später die Taverne irgendwo platzieren, genau. Den kann ich sogar versetzen, auch gut, ne? Weil dann kann ich das hier wieder vollenden später mal, genau. Nahrung ist knapp, okay. Dann würde ich mal sagen, dann fange ich doch mit dem Jäger an. Habe ich lang genug hier gewartet und da Jagdhaus. Da haben wir auch wieder Vielfalt vom Essen her. Oh, da kommen schon 5 Hölzer. Das ist sehr schön. Müssen die noch abgeholt werden? Blätter und 10 Blätter bauen wir noch und sobald wir 20 Blätter haben, dann kann man nicht die Kirche bauen.
Wetter werden genommen hier, genau. Hier sind die Bekleidung und der Sprengstoff. Mehr Stände haben wir jetzt aktuell noch nicht. Wir müssen über die 50% kommen, damit wir die Zufriedenheit erfüllen. Und dabei hat die Kirche verdammt gut. Eine kurze Frage. Ist es okay, wenn man auch, also wenn ich ein bisschen vorspule, oder wollt ihr diese Geschwindigkeit beibehalten? Hier sind die 10 Blätter drin. Oh, Holz haben wir viel und das ist okay. Also, Hegelager ist fertig. Jetzt wäre gut, wenn mal eine nächste Familie einziehen würde. Verstand ist ja da. Jetzt überlege ich gerade. Aber wenn ich die jetzt wegnehme, dann haben wir nichts zum Essen da. Die machen immer 5 Bretter. Das heißt, rein theoretisch müsst ihr ja demnächst Bretter machen. Mehr Speed, okay. Fussel, 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 Fussel. Und schon wieder 10. Fünfundzwanzig, okay. Das heißt, rein theoretisch. Genau, die Kirche kann platziert werden. Und damit soll denn eigentlich die 50% überschritten werden und dann können die Leute kommen, hoffe ich doch. Mal hier. Volle Pulle. So sieht das aus, okay. Und nochmal ein Baumstamm. Direkt aus dem Wald. Gut. So, dann sind die Baumstämme komplett. Und dann kann der quasi wieder für die Bretter das machen. Aktuell brauche ich aber jetzt keine Bretter mehr, deswegen kann ich die Familie rausnehmen. Da ist einer drin und da ist auch einer drin. Okay. Wir brauchen aber Brennstoff, deswegen das ist es auch wichtig, dass wir da was haben. Ich hoffe, dass wir, wenn wir die Kirche haben, dass wir dann relativ zeitnah dann über die 50% Zufriedenheit kommen, damit wir noch mehr Leute hier einquartieren können. Und auch für die, die jetzt das hier sehen auf YouTube oder wo immer, ihr könnt jederzeit auf meinen Discord vorbeikommen. Und wenn ihr zum Beispiel wünscht, dass außerhalb der mit wöchentlichen Community-Streams öfters die Spiele drankommen, weil ich bin jetzt schon Fokus auf LS22 und World of Tanks. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte auch im Community-Stream aus den Streams vom Mittwoch
mehr sehen, dann einfach reinschreiben. Vielleicht mache ich dann noch ein paar Folgen extra oder vielleicht auch die Reihe, wenn es dementsprechend gut bei euch ankommt. Das war immer eine Zeitfrage, ne? Weil wir machen mehrere Spiele Spaß und Abwechslung tut immer gut. Kirche wächst. Eine Familie leidet Hunger. Weil die halt hier gar nichts produzieren, oder wie? Holzkirche ist fertig. Sehr schön. Kann ich gleich mal hier einen reinstellen. Brennholz brauche ich eigentlich auch nicht. Muss ich mal hier Gas geben? Jetzt kann man hier wieder auf Vollspeed machen. Nicht jagt. Da schon ein bisschen was abgeholt. Und dann müsste eigentlich gleich was hier im Lebensmittelstand drin sein, ne? Nee, ist leer noch. Ah, jetzt kommt er hier Fleisch da oben. Und schon haben wir 51. Brauchen wir gerade nicht. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, voll. Blick hat, ob ich noch. Nee, noch weiter bauen. Nee, brauche ich nicht. Aber was brauchen wir denn noch? Ist noch zu früh. Womit kann man denn Kohle machen? Also auf jeden Fall brauchen wir schon mal halt. Einen Handelsposten, den bauen wir am besten dahin, genau. Eine neue Familie ist angezogen, perfekt, ne? Haben wir Steinvorkommen, ne? Zwar nicht viel, aber zumindest kann man da ein bisschen was abernten. Das haben wir durch Lehmkopf üppiges Leben vorkommen. Haben wir nicht so viel. Okay.
passiert. Noch eine Familie hat Platz, ne? So, Brennholz haben wir eigentlich genug jetzt für 6 Monate. Nahrung ist halt wichtig, ne? In dem Handelsposten kann man auch ein bisschen Geld generieren. Also erfüllt so und die Gerberei, genau, die Gerberei brauche ich. Gerberei. Handelsposten. Ich habe noch nichts, was ich verkaufen kann, gell? Aber dann nachher leben, das kann ich eigentlich anbieten dann. So, hier, genau, da kommt er gar nicht rum. Naja, es regnet, es ist düster. Und Steinvorkommen wird abgebaut. Steintür hier, also, ja, klar, gut, ich brauche Steine, genau, das stimmt. Steinmetzlager ist fertig. Well, habe ich also genug, okay. Banditenlager wurde entdeckt, okay. Wir haben August. Neue Familie angezogen, sehr schön. Dann machen wir da mal hier auch eine Straße drumherum. So. So, und da machen wir hier ein Haus. Mal hin.
Und da wird dann eine Familie eingestellt. Dann macht er Leder und dann sind die auch wieder zufrieden hier. Lebensmittel haben wir aktuell nur auf dem Marktplatz. Fleisch, okay. Bisschen dürftig. Die warten auf Holz, okay. Machen wir ein bisschen schneller hier, ne? Baugrube ist fertig, okay. So. Ich genügend Nahrung, ja, das weiß ich. Und die produzieren zu wenig hier, oder wie? Lebenslager ist leer, okay. So, was haben wir denn da bloß? Weil hier kann man auch wieder nichts machen, gell? 15 fehlen, also noch 5. Oh, was soll ich denn hier handeln? Bretter? Dachziegel kann ich da machen, aber dazu baue ich hier natürlich erstmal hier. Die bauen ab. Ja, Lehm ist schon da. Eins. Okay. Der Bäcker, das ist wieder hier. Da musst du erstmal einen Bauernhof haben, um Weizen zu holen. Schmied gibt es hier so gar nicht. Das wird dann erst später, wenn die Familien von der Stufe her hochgestiegen sind, dass die dann quasi Werkzeuge bzw. die Schmiedehandkunst erlernen für Schilder und so weiter. Da ist ein Schutz, oder? Was? Was soll das? Okay, ja. Also da haben wir schon was drin. Da haben wir noch nichts. Also wir brauchen aber hier aus Lehm. Wollen die was produzieren? Steine und Holz brauchen wir. Holz haben wir eigentlich genug. Dann machen wir hier die Steine voll, ne? Dass da eine Familie Steine machen kann. Und dann machen wir hier wieder die nächste Familie.
Sieht ein bisschen unförmig aus, aber ist egal. Aber da hat auch mal ein bisschen mehr Kapazität. Aber wieso habe ich den hier gar nicht dahin platziert? Ach, die sind ja weg. Ah, okay, stimmt. Ich baue es zwar an, aber ich weiß noch nicht, ob ich die alle dann schon losschicke. Einen See habe ich hier gar nicht, gerne. Da sind die Seen, okay. Nicht auf meinem Land. Wie gesagt, jetzt haben wir mal ein bisschen Bau vorangetrieben, mit Hoffnung, dass da ein bisschen was rauskommt. Vor allem das Thema hier, die Bären könnten interessant sein, damit man ein bisschen eine zweite Nahrungsmittel bekommt, weil die Hühner bzw. die Karotten brauchen, weil das brauchen wir tendenziell, um ja, hier, wir haben nichts auf Lager. Ja. Hab zu spät gemerkt, dass da die weg sind, die das Wild sozusagen. Okay. Okay.